im Einführungslehrgang Verwaltungsrecht. Also beginne ich heute quasi mit meiner dritten Station. Ich bin echt aufgeregt ein bisschen, weil ich gar nicht weiß, was uns jetzt erwartet, weil wir in so unterschiedlichen Behörden sind. Stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwer vor, uns da alle so auf einen Nenner zu bringen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir vielleicht Verwaltungsrecht allgemein einfach wiederholen werden oder nicht. Jedenfalls ist das ja jetzt auch unser einziger Teil, wo wir tatsächlich die Behördensicht kennenlernen, obwohl die Behördenklausur auch bei uns rankommen kann. Ja, und der Einführungslehrgang findet auch eigentlich im MIK statt, also im Ministerium für Inneres und Kommunales vom Land Brandenburg, wo ich mich auch damals beworben hatte. Und immer bis auf heute, weil heute sind wir tatsächlich nochmal in unseren alten Räumlichkeiten im Justizzentrum. Ich glaube, das ist auch einfach, weil einige von uns noch einige Sachen abgeben müssen. Manche haben ihre Robe noch nicht abgegeben, die sicheren USB-Sticks oder diese Fahrtenzettel, die wir ausfüllen sollten, damit wir die Erstattung bekommen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber es ist auf jeden Fall für einige von uns in der AG äußerst praktisch, weil danach haben wir tatsächlich im MIK unseren Einführungslehrgang und es ist jetzt auch nicht super weit weg, aber es ist halt einfach ein anderer Standort und da haben wir dann den ganzen Einführungslehrgang. Also MIK heißt übrigens Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg, wo ich mich auch damals beworben hatte tatsächlich. Und nach dem Einführungslehrgang unserer AG haben wir dann tatsächlich auch im VG Potsdam, also im Verwaltungsgericht Potsdam. Und da geht es dann auch nur noch um die richterliche Sicht, was ich ehrlich gesagt ganz spannend finde oder auch ein bisschen, ja, das weiß ich jetzt nicht so ganz, weil ich hätte tatsächlich total gerne auch im Verwaltungsgericht meine Station gemacht und das geht tatsächlich in Berlin-Brandenburg nicht. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern auf jeden Fall geht, weil eine Freundin von mir aus Magdeburg, die konnte das aufsplitten, also einen Teil der Station konnte sie in der Behörde machen und den anderen Teil hat sie dann im Verwaltungsgericht gemacht und das hätte ich tatsächlich auch eigentlich echt gerne gemacht. Aber falls ihr das auch wollt, solltet ihr wissen, dass dann das Land Brandenburg oder Berlin für euch nicht in Betracht kommt fürs REF, weil wir müssen tatsächlich unsere gesamte Verwaltungsstation in der Behörde absolvieren. Aber es wird bestimmt trotzdem total cool. Ja, jedenfalls, ich bin echt gespannt, wie das denn heute so laufen wird. Und dafür ist das hier mein Outfit of the Day. Natürlich auch mit Sonnenbrille, einfach weil es jetzt so schönes Wetter draußen ist. Ich finde, wenn man schon wach wird und die Sonne scheint, da fällt es einem nicht so schwer aufzustehen. Heute fangen wir tatsächlich auch schon um 8.30 Uhr an. Danach beginnen wir immer ab 9 Uhr und das finde ich ist eigentlich auch voll eine okay Zeit. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ein bisschen müde war. Jedenfalls bin ich gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und nehme euch auch mit, ob ihr wollt oder nicht. Nein, Spaß. Und dann würde ich sagen, geht's mal los. Und nicht vergessen, falls ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder irgendwelche Wünsche habt, auf die ich eingehen soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche da auch immer fleißig zu antworten und darauf einzugehen. Und lasst mir auch super gern ein Like da. Ich freue mich darüber wirklich total immer. Und auch über jeden Einzelnen, der mir hier folgt und sich dieses Video antut und anguckt. Aber wie dem auch sei, würde ich jetzt erstmal trotzdem sagen, es geht wieder los und ich nehme euch wie immer mit. Hallo meine Lieben, also der erste Tag im Einführungslehrgang ist auch schon vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch wirklich eine richtig junge Verwaltungsjuristin, die das mit uns macht, was einfach richtig schön ist, weil sie selbst die ganze Zeit noch so Bezug auf ihr Examen nimmt und auch mit uns heute schon so ein bisschen durchgegangen ist, was in ihrem Examen damals dran kam. Also sie ist jetzt auch schon, ich glaube 5 Jahre meinte sie im Beruf. Es ist jetzt auch nicht gestern gewesen, aber trotzdem ist es wirklich schon mal schön, dass sie auch weiß, auf was es so ankommt und auch weiß und auch meinte, dass es halt so nahezu unmöglich ist für alle verschiedenen Verwaltungen tatsächlich uns da jetzt den perfekten Einführungslehrgang zu geben, einfach weil wir sind ja wirklich ganz unterschiedlich, also vom Auswärtigen Amt und anderen Bundesbehörden, Bundestag, Landtag, vom Bauamt und der Polizei und auch Senatsverwaltungen in Berlin ist halt wirklich alles was dabei und das ist ja klar, dass da auch andere Vorgehensweisen sind und da auch andere Aufgaben auf einen zukommen. Deshalb meinte sie auch, dass sie mit uns vor allen Dingen die Klausurtaktik besprechen wird und
Deshalb beginnen wir auch morgen schon mit unserer ersten Examensklausur aus der Behördensicht, dass wir die durchgehen. Und heute haben wir tatsächlich aber besprochen, wie so ein Bescheid aufgebaut ist und auch nochmal so allgemeine Sachen im Kommunalrecht und auch im Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahrensrecht sind wir durchgegangen. Und ja, dadurch, dass auch nicht alle aus Brandenburg kommen aus meiner AG, sondern mitunter auch woanders studiert haben, sind wir dann auch noch mal kurz den Verwaltungsaufbau in Brandenburg durchgegangen, dass da quasi Waffengleichheit bei allen bestand. Und es war eigentlich wirklich schön, also hat wirklich Spaß gemacht. Und wir werden auch alle einen Aktenvortrag halten tatsächlich im Einführungslehrgang und haben dafür schon unsere Daten heute gezogen. Ich bin tatsächlich am letzten Tag dran, also ich habe noch fast 2 Wochen Schonfrist, weil unser Einführungslehrgang in der Verwaltungsstation geht ja nur 2 Wochen wie in der Strafstation. Und ja, also ich muss schon sagen, ich freue mich tatsächlich richtig auf morgen und bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall berichten und mit auf dem Laufenden halten, was wir so durchnehmen und wie das dann alles so ist. Ab morgen sind wir dann auch tatsächlich im MIK, also im Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg. Heute waren wir nochmal im Justizzentrum in so alten Räumlichkeiten tatsächlich. Und ab morgen sieht es dann alles ganz anders aus. Und da geht's dann in die Behörde und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon total drauf und werde euch dann berichten, auch wie die Klausur dann so lief, die wir da durchsprechen werden. Da bin ich auch schon ganz gespannt und dann würde ich sagen, hören wir uns zu Hause wieder. Ich muss jetzt noch los, 2 Pakete sind nämlich bei der Post abgegeben worden und ich muss auch noch einkaufen gehen, weil ich das tatsächlich nicht geschafft habe, deshalb steht das jetzt bei mir an. Danach geht's nach Hause und dann gucke ich mir auch nochmal unsere Aufzeichnung von heute so ein bisschen an und werde mich auch schon mal wieder ein bisschen ins Gewerberecht einlesen, weil das wohl Thema der Klausur morgen sein wird, die wir da durchgehen und besprechen und uns erarbeiten werden. Und ja, also momentan bin ich richtig gehypt. Sie hat richtig viel gute Laune auch verbreitet und dann auch noch schön bei diesem wundervollen sonnigen Wetter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich von der Post und vom Einkaufen zurück bin, zu Hause wieder. Bis dahin, bye! So, ich bin jetzt wieder vom Einkaufen zurück und natürlich konnte ich auch an den Tulpen nicht vorbeigehen. Ich finde es einfach so schön im Frühling, die ganzen Blumen und ja, die mussten jedenfalls einfach mit. Jedenfalls geht es für mich jetzt auch gleich weiter mit der Pause quasi, weil ich werde jetzt als erstes noch Essen machen und darauf freue ich mich auch schon total. Heute gibt es bei uns Fattoush, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Aber das ist libanesischer Brotsalat mit Türkenkäse, Aubergine, Tomate und Gurke. Im Idealfall sieht es dann später so aus. Und ja, ich freue mich schon, habt auch echt Lust. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch beim Kochen wieder mit. Und danach heißt es dann auch schon, dass ich mich wieder an den Schreibtisch setze, damit ich mich so ein bisschen dann morgen darauf vorbereiten kann, was uns dann da so erwartet, dadurch, dass wir halt die Klausur morgen schreiben sollen, beziehungsweise halt uns eine Lösung erarbeiten und stichpunktartig lösen und das gehen wir dann auch zusammen danach durch. Muss ich mir trotzdem so das eine oder andere mal anschauen, weil ich bin ehrlich, wir haben es heute besprochen, ich habe da jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht, wir haben es mal besprochen, wie man den Bescheid schreibt und haben auch ein Muster mitbekommen. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen und versuchen zu verinnerlichen. Und der erste Teil soll so ein bisschen wie im ersten Examen sein, aber ich bin trotzdem ehrlich, ich bin ein bisschen skeptisch und ich glaube, ich sollte mir das nochmal anschauen, damit ich dann morgen auch im Einführungslehrgang ordentlich mitarbeiten kann und dann nicht einfach nur passiver Zuhörer bin. Aber als allererstes wird erstmal gekocht. Heute mal aus dem Auto ein Hallo, weil wir haben ja heute wieder Einführungslehrgang und wollen uns ja auch schon mit der ersten Klausur beschäftigen. Ich bin auch echt gespannt, wie das so laufen wird. Aber wir haben halt den Einführungslehrgang ja jetzt im MIK und das ist halt nicht da, wo das Justizzentrum ist. Und von mir zu Hause aus ist es halt gut,
so 20 Minuten mehr. Beim Berufsverkehr kann es halt auch gut und gerne mal 40 Minuten mehr sein. Und deshalb bin ich auch ehrlich gesagt relativ fix dann heute los, weil ich ein bisschen Panik bekommen habe, als ich bei Google Maps mal eingegeben habe und es mir dann gesagt hat, dass ich 20 Minuten länger brauche als gedacht. Deshalb melde ich mich jetzt erst, weil ich bin dann tatsächlich doch besser durchgekommen als gedacht. Da war halt ein Unfall und der wurde aber relativ schnell geräumt. Deshalb ging das dann auch tatsächlich, als ich dann an der Stelle angekommen bin, sag ich mal. Heute ist Tag 2 des Einführungslehrgangs im Verwaltungsrecht im MIK. Ich hoffe, ich kann euch da mitnehmen. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall danach ein Fazit. Und weil ich darum gebeten wurde, sage ich natürlich auch wieder, was dran kam, beziehungsweise was wir durchgegangen sind. Und ich bin schon ganz gespannt, auch wie so die Räumlichkeiten aussehen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht wichtig. Nicht, dass ich mich da ja auch beworben hatte, aber das Bewerbungsgespräch halt online war, finde ich es eigentlich auch ganz cool, mir das Gebäude mal anzuschauen. Ich hoffe, dass ich euch da auch einen Einblick bieten kann und ein bisschen was mitfilmen kann. Würde ich sagen, mache ich mich mal jetzt auf den Weg und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und wir sehen uns aller spätestens nach dem Einführungslehrgang wieder. Willkommen zurück. Ich habe vergessen, euch mitzunehmen. Shame on me, es tut mir so leid. Aber ich kann euch ja trotzdem erzählen, wie es so war. Also wir haben die erste Klausur versucht zu lösen. Es lief dezent katastrophal, aber sie meinte, damit hat sie auch gerechnet. Deshalb wollte sie auch gleich am Anfang, also heute ist der Tag 2, damit wir einfach die Fehler schon mal machen und dann auch so an diesen Fehlern halt lernen. Und so ein bisschen nach dem Motto ins kalte Wasser, aber dann lernt man schnell. Und danach sind wir dann noch die Sachen durchgegangen. Dann haben tatsächlich auch zwei schon einen Vortrag halten müssen. Und die liefen aber tatsächlich echt gut. Und wir werden wohl alle bis zum Ende des Einführungslehrgangs noch Aktenvorträge halten, weil das Bestandteil der Ausbildung ist. Und tatsächlich fand ich total überraschend, dass einige bei uns, die aus anderen Bundesländern kamen, die haben im ersten Examen gar keinen Aktenvortrag gehabt, was ich so gar nicht wusste. Ich dachte, das wäre schon eher gängig, sage ich mal, dass man das machen muss. Aber wir haben auf jeden Fall Einführungslehrgänge in einem total krassen Raum einfach. Also das habe ich euch mitgefilmt in der Pause. Und das ist halt total verrückt. Wir haben da alle unsere Mikrofone und es ist halt so ein sehr repräsentativer Seminarraum einfach. Und es hat schon irgendwie so ein bisschen Flair mit diesen mega hohen Decken und allem. Das ist schon ganz cool. Hauptsächlich war Schwerpunkt auf die sofortige Vollziehung und Bestandkraft und Probleme mit der Bekanntgabe und Fristen, weil das waren halt auch die Schwerpunkte in der Klausur, die wir lösen sollten und die werde ich auch definitiv jetzt gleich nochmal nacharbeiten. Heute Abend nach Dienstschluss will sie uns auch nochmal die Hausaufgabe schreiben. Morgen haben wir tatsächlich keinen Einführungslehrgang, aber das bedeutet definitiv nicht, dass wir da nichts zu tun haben, sondern einfach eine Klausur versuchen sollen zu lösen. Die sollen wir auch ihr bis morgen Abend schicken. Und also beziehungsweise wir sollen den Bescheid schon mal anfertigen und eine Lösungsskizze. Die Lösungsskizze werden wir dann erst besprechen, aber den Bescheid sollen wir ihr schon mal schicken, damit sie den dann auch durchgehen kann. Und das werden wir dann am Donnerstag mit ihr besprechen. Ich will auch definitiv sofort anfangen mit der Wiederholung vom materiellen Recht, weil sie auch meinte, dass in der Station es wird so schnell die Zeit vergehen und man muss wirklich von Anfang an dranbleiben. Und das glaube ich tatsächlich auch. Also steht das heute noch auf meiner To-Do-Liste. Und halt wie gesagt die Klausur und die Fehler durchgehend von heute. Und morgen werde ich mich dann vollumfänglich der neuen Klausur widmen, damit ich ihr das dann auch schicken kann. Und ja, das ist so der Plan für jetzt. Ich habe von jemandem die Frage bekommen, ob ich mal ein Study with me machen könnte. Und deshalb wollte ich fragen, ob da irgendwie Interesse besteht und wenn ja, ob ihr euch irgendeine Location wünscht. Also ich kann natürlich gerne Study with me machen. Hauptsächlich lerne ich tatsächlich seit Corona eigentlich mehr von zu Hause aus. Aber hier sind ja super viele schöne Bibs. Also wenn ihr wollt, kann ich natürlich auch ein Study with me mit einer schönen Aussicht machen. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob das jetzt nur ein einzelner Wunsch ist oder ob euch das generell auch interessieren würde und vor allen Dingen viel wichtiger motivieren würde. Dann mache ich das natürlich gerne.
Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche anderen Videoideen, Fragen, Vorstellungen, Wünsche habt, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Solange ich noch nicht weiß, ob euch das interessiert, würde ich sagen, mache ich mich jetzt alleine an den Schreibtisch und wir sehen uns morgen wieder. Bye! Und als Belohnung gab es dann noch am Ende des Tages Nudeln im Parmesanrad. Ich finde, die sind einfach jedes Mal so unglaublich lecker. Ich liebe die total. Und es war wirklich ein schöner, krönender Abschluss. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Mittwoch. Ich war heute schon fleißig, ich habe die Klausur gleich am Anfang abgearbeitet und war jetzt auch mal kurz eine Runde spazieren. Und in der Zeit kam auch schon mein Paket. Ich habe mir gebrauchte Kommentare für die Verwaltungsrechtsschatzung gekauft. Also die sind jetzt auch von, ich glaube 2022 habe ich die bekommen, aber die sind halt viel, viel günstiger. Und ich habe auch gefragt und wir brauchen nicht die neuen Auflagen vor dem Examen. Und deshalb würde ich sagen, machen wir zusammen ein kleines Unboxing, weil das ist heute auch tatsächlich das einzige Spannende, was mich so erwartet. Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich happy bin. Also es ist jetzt gerade mal 14 Uhr und ich bin mit dieser komischen Klausur durch. Und nach dem Unboxing werde ich mich dann auch mal ransetzen und ins Homeoffice gehen und für meinen Nebenjob die Stunden abreißen für diese Woche, damit ich das auch abgehakt habe. Und dann, wenn ich wieder Einführungslehrgang habe, es ein bisschen entspannter angehen kann und da auch mir Zeit lassen kann für die Hausaufgaben, die wir anscheinend auch bekommen werden. Da kann man sich natürlich auch drüber beschweren oder beklagen, dass wir so viele Hausaufgaben auch bekommen. Aber andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei uns fällt halt wegen Ostern fallen da zwei Termine weg. Und schon diese Doppeltermine sind wirklich anstrengend, also die von 9 bis 17 Uhr. Und danach noch Hausaufgaben zu machen, ist eine Nummer. Aber andererseits lernt man da halt auch super viel. Und ich glaube tatsächlich schon, also ich weiß noch nicht, was ich für Aufgaben bekomme, aber wenn es sich so bewahrheitet, wie es aus meinem Vorstellungsgespräch hervorgegangen ist, sollte mich dieser Einführungslehrgang schon gut auf meine Aufgaben vorbereiten. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines Unboxing von meinen neuen Kommentaren. Wieder aus dem Auto, aber ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass der Weg so ein bisschen länger ist und auch da die ein oder andere Stau- und Baustellen-Situation sich auf dem Weg befindet, bin ich immer froh, wenn ich erstmal pünktlich loskomme und dann ist es meistens schon ein bisschen stressiger und ja, da schaffe ich dann morgens immer nicht zu filmen. Deshalb melde ich mich jetzt hier aus dem Auto bei euch, weil ich dann meistens doch besser durchkomme, als ich vorher dachte und Angst habe. Aber genau, heute ist der dritte Tag in meinem Einführungslehrgang wieder im MIK, aber diesmal in einem anderen Raum, deshalb bin ich mal gespannt, ob der so schön aussieht wie der letzte. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit und werde euch am Ende auch definitiv sagen, wie es denn so gelaufen ist. Wir hatten ja auch wieder eine Klausur als Hausaufgabe auf und da werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie die so lief. Ich bin echt ein bisschen gespannt, weil ich war an zwei, drei Stellen schon so ein bisschen unzufrieden mit meiner Lösung, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie ich es hätte besser machen sollen. Deshalb werde ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und auch wenn ich früh dran bin, würde ich trotzdem mal sagen, let's go, damit ich noch genug Zeit habe, den Raum auch zu finden, weil es auch in einem anderen Gebäude ist. Deshalb würde ich sagen, wir hören uns später wieder. Bye! Also ich habe einfach meine Ugg-Boots an, wie ihr seht, eine ganz normale dunkle Jeans und einen Rollkragenpulli. Und so habe ich heute 8 Stunden Einführungslehrgang vor mir.
Tag ist jetzt vorbei und ich bin ganz ehrlich, es regnet und es ist total nass, kalt und eklig. Aber gut, es ist jetzt 17 Uhr durch, der Tag für heute ist wie gesagt geschafft. Und ich bin auch ganz schön geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin heute Abend eigentlich noch verabredet, aber ich glaube, das werde ich tatsächlich absagen, einfach weil ich wirklich ganz schön K.O. auch bin. Wir haben eine Klausur geschrieben tatsächlich, haben die danach besprochen und sind dann auch noch aufs Widerspruchsverfahren weiter eingegangen und sind auch noch auf ein paar Besonderheiten bezüglich der Klausuren eingegangen, weil wir sind ja am Ringtausch mit NRW. Deshalb schreiben wir häufig halt die gleichen Klausuren. Aber dadurch, dass wir in Brandenburg ja andere Gesetze haben, werden uns denn die Gesetzesauszüge aus NRW halt häufig abgedruckt. Und dann muss man mit diesen unbekannten Normen halt agieren, was ja an sich jetzt auch alles gar nicht so kritisch ist. Aber da sind wir noch auf so ein paar Besonderheiten eingegangen, zum Beispiel auch sowas wie Vorratsbescheide und sowas alles, was in Berlin zum Beispiel gar nicht geht und halt überhaupt nicht funktioniert. In Brandenburg auch ganz schön kritisch ist, aber in NRW tatsächlich ein Thema ist. Und da sind wir halt heute noch so drauf eingegangen. Das war auch so gefühlt eigentlich der ganze Inhalt. Achso, wir haben noch am Anfang haben wir noch die Hausaufgabe besprochen. Das war ja auch eine Klausur. Und wir hatten noch einen Aktenvortrag, der uns vorgetragen wurde. Und also der Tag verging echt schnell. Aber ich bin ganz ehrlich, er hat trotzdem ganz schön geschlaucht. Wir haben auch wieder eine Klausur aufbekommen bis nächste Woche Montag. Da haben wir auch wieder eine Doppeleinheit von 9 bis 17 Uhr. Und bis dahin sollen wir die halt lösen. Diesmal wird es da um einen Widerspruchsbescheid gehen. Das hat sie uns schon quasi eingegrenzt. Und ich bin schon gespannt, wie die Klausur so laufen wird, ob die endlich mal ein bisschen besser laufen wird. Man muss dazu sagen, wir bekommen die jetzt nicht bewertet. Das bekommen wir tatsächlich erst in der AG und noch sind wir ja im Einführungslehrgang. Aber es ist trotzdem, ja, motivationstechnisch wäre so ein kleiner Erfolg trotzdem mal ganz gut. Und also für mich geht es jetzt nach Hause und ich glaube, da werde ich heute auch tatsächlich bleiben. Wie ich zu Hause jetzt noch Pizza esse und vermutlich das Bett nicht mehr verlassen werde, muss ich euch ja jetzt nicht mitfilmen. Deshalb beende ich heute hier auch den Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und einen Einblick in meine erste Woche der Verwaltungsstation gegeben. Und also vom Einführungslehrgang zumindest. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und auch ein bisschen informiert darüber. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt das wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich versuche da wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen. Und ich wollte mich ja an dieser Stelle auch nochmal bedanken, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und wenn ihr mehr Ref-Content sehen wollt oder auch, und da, wenn ihr auch meine Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert mich auch super, super gerne. Ich freue mich da wirklich immer total drüber. Und vergesst nicht, dieses kleine Glöckchen anzumachen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye.